Hast du Pablo schon im Hotel besucht? Waren nicht Schriftzeichen auf den beiden Köpfen? So, was sagst du jetzt? Mir scheint, du siehst Gespenster, Karl. Die Massen sind wieder da. Es gibt keinen Fall für TKKG. Hä, das muss ich doch merken. Alter, was ist denn das für eine sture Trunse hier? Keine Ahnung, ich weiß, das Wort Trunse gibt's nicht, aber wenn es das geben würde, dann wäre sie das bestimmt. Hallo, guck dir das doch mal an. Was bist du denn für eine Archäologie-Expertin, die das nicht merkt? Es gibt keinen Fall für TKKG. Guck dir das doch mal an, hallo. Hier solche ollen Zwirbel. Und gut, lasst es auch weiterhin offen. Alter. Und jetzt er liest wieder fröhlich sein Buch. Hauptjahr. Können Igel gut riechen? Haben Sie hier jemand in einer karierten Hose gesehen? Können Igel gut riechen? Igel riechen hervorragend. Aber das Interessanteste ist das Jakobsohnsche Organ. Ja, 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 ja. Eine Verstärkung des Geruchssinns. Ihn interessiert das jetzt auch gar Außer nicht. Außer den Igeln haben das nur noch Schlangen. Igel gehören entwicklungsgeschichtlich zu den ältesten Säugetieren der Welt. Sie kennen sich ja tierisch gut aus. Boah, der könnte mir, dieser Synchronsprecher, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der könnte mir auch so ein ganzes Igel-Lehrbuch vorlesen, oder? So, komm, lass Gabi mal, vielleicht weiß die noch mehr Bescheid über die Igel. Ausgebüxt. Nein! Sind die hier drin? Oh oh. Hier sind sie. Sie haben sich durch die Lüftungsklappe gezwängt. Oh nein. Ausgerechnet in Thomsens Kammer. Das gibt sicherlich Ärger. Können wir sie denn nicht rausholen, ohne dass der Direktor etwas davon merkt? Nein. Der Schlüssel liegt bei Thomsen. Wir werden die Igel befreien. Ich kümmere mich darum. Super Gabi, rette den Tag. Okay, er ist weg. Schnell, schnell. Das wird helfen. Okay, hier ist nur dieses Mark Twain. Ach Gott, Leute. Da ist wohl jemand, der sich für Zwillingsstatuen interessiert. Und der andauernd verdächtige Anrufe in Empfang nimmt. Uiuiui. Oh, ein Rennwagen. Entschuldigung, aber jetzt weiß ich wieder Bescheid. An. Ein Schlüssel. So. So, Gabi, jetzt geht's los. Jetzt geht's rund. Endlich wieder, die Svenja sagt ja, der Fall ist gelöst, deshalb kümmern wir uns jetzt um den richtigen Fall. Die verschwundenen Igel. So. Ne. Hier sind sie. Herr Riccio, die Igel sind wieder da. Was ist das denn? Ich dachte, hier wäre das Archiv von Thomsen. Archiv? Castor und Pollux? Romulus und Remus, die Richards-Zwillinge und die beiden Ming-Vasen. Das gibt's doch gar nicht. Hier wird Beute gelagert. Thomsen ist der Zwillingsdieb. Nee. Ich muss die anderen informieren. Mir kam Thomsen von Anfang an komisch vor. Herr Riccio, der hat den Fall eigentlich gelöst. Was? Unverzüglich nimmt Pablo mit unseren TKKG-Freunden die Verfolgung auf. Der saubere Herr Direktor Thomsen hatte sich in Richtung Mexiko abgesetzt, um dort mit Hilfe der beiden Jadeköpfe das sagenumwobene Grab der Zwillingskönige Jaguar Zahn und Jaguar Kralle zu plündern. Während des langen Fluges nach Mexiko erzählt Pablo viel über die Arbeit bei Interpol. Ob sie es schaffen werden, den Kunsträubern das Handwerk zu legen? Und jetzt sind wir einfach hier im Dschungel, Leute. Was ist denn da los? Jetzt sind wir einfach dahin geflogen. Natürlich, der Pablo nimmt natürlich auch irgendwelche vier Gören mit, die zufällig gerade da auch ermitteln waren. Die, yo, ja, die haben mal so die Schokofabrik gerettet. Und naja, gut, die Bankräuber haben sie aufgehalten. Und jetzt ermitteln TKKG einfach international in Südamerika. Alter, Respekt.
Und der saubere Direktor Thomsen, der war's nämlich. Alter, und ich denke mir so noch, Zwillingsbücher im Regal, verdächtige Anrufe, die er mittendurch kriegt, sehr abweisend, der Einbrecher, der muss ein Museumsmitarbeiter sein, schreibt die Kunstzeitschrift. Tja, der Thomsen war's bestimmt nicht. Und dann war er's doch. Unfassbar. Unfucking fassbar. Entschuldigung, also es nimmt mich gerade mit und jetzt sind wir einfach hier. Haben alles hinter uns gelassen und jetzt sind wir hier im Maya-Dschungelland. Mit Rico, nee, warum denn Rico? Mit Pablo, Chick, so und, ja, irgendwie so. Jetzt sind wir hier. Im Interpol-Jet sind wir hierher gedüst und jetzt geht's los. Jetzt erwartet uns hier eigentlich schon das Finale. Viel Spaß. Kaum in Mexiko angekommen, führt Karl die Gruppe zur großen Pyramide von Palenque. Hier vermuten unsere Freunde den Eingang zum Grab der Zwillingskönige. Doch schauen wir, was nun passiert. Die Pyramide ist viel größer, als ich sie mir vorgestellt hatte. Der Urwald ist ja wunderschön. Schaut mal, der Vogel. Uff, was für eine Affenhitze. So, jetzt sind wir hier vor der Pyramide. Was? Ein Hubschrauber. Seht mal, ein Hubschrauber. Tippe, dass Thomsen schon hier ist. Das schauen wir uns mal aus der Nähe an. Ist wahrscheinlich falsch. Von den Gästen keine Spur. Oh, können wir den klauen? Der Schlüssel steckt. Nicht mehr lange. Idioten. Den nehmen wir mal an uns. Was willst du denn damit? Du kannst doch gar nicht Hubschrauber fliegen. Nein, natürlich nicht. Aber die Gangster ohne Schlüssel auch nicht. Boah, ein Glück ist uns das, glaube ich, eingefallen gerade, dass das wir das erst machen müssen. Sonst hätten wir wahrscheinlich echt wieder verloren. Wie eigentlich immer. Aber diesmal bin ich guter Dinge, Freunde. Seid ihr bereit für die anstrengende Besteigung? Deswegen sind wir ja hier. Er ist auch noch da. Los, damit wir es hinter uns haben, bevor es noch heißer wird. Nur Mut, Klößchen, du schaffst das schon. Hey, diese Wand war doch im Buch deines Vaters abgebildet. Genau, wir befinden uns hier in der großen Sonnenpyramide. Sieht irgendwie gruselig aus. Die Augen sind so hohl. Die Zwillinge als Augen öffnen die Sonne. Ich glaube, ich weiß, was das heißen soll. Karl, jetzt brauchen wir die Köpfe. Alles klar. Aber das sind doch die Fälschungen, oder nicht? Ist ja irre. Los, schnell, den zweiten Kopf. Ja doch, jetzt drängel doch nicht so. Meine Fresse. Haben die Augen geblinzelt? Oh, wie unheimlich. Was? Mist? Ne. Aber halt, stopp! Da ist ja jemand! Alter. Sie. Herzlich willkommen. Weihnachtsmann. Und auf Wiedersehen, denn wir müssen los. Da strengt eure Köpfe mal schön an. Weihnachtsmann! Jetzt sitzen wir in der Falle. Es muss einen Ausweg geben. Du hast recht. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Lasst uns die Wände genau untersuchen. Von mir kriegst du keinen Brief, Weihnachtsmann. Alter, ich mein's echt ernst. So, ja gut. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig als hier. Moment, warte mal gerade. Meint ihr, das hat was zu bedeuten? Bestimmt, Klößchen. Es sieht aus wie eine komplizierte Murmelbahn. Vielleicht können wir uns ja so befreien. Wir müssen alles versuchen, um die beiden zu schnappen. Sie halten die Kunstwelt schon seit Jahren in Atem. Wir sind so dicht dran. Wart mal gerade. Wenn das hier voll der geheime Bunker ist, warum sind hier dann... War das jetzt der Thomsen oder... Dass hier so Lampen aufgestellt sind? Oder waren das auch die Archäologen? Oder, hä?
Und wie haben die das hier alles hier reinbekommen? Oder war das Herr Thomsen da jetzt so gerade, als er noch so Vorlauf hatte? Das ist echt ein bisschen seltsam. Naja, oh gut, ich meine, die sind ja beschäftigt. So, wir haben diese olle Karte hier nämlich noch. So, wenn die Doppelschlange rote Perlen aus Rubin speit, muss der Rubin die Kralle des großen Vogels meiden. Erst wenn der Nachtgott den Vollmond auf die Reise durch die Dunkelheit zum Himmel schickt und der Mond den vierten Weg wählt, dann frisst der Jaguar den Mond. So findet der Königliche die Kraft, dich zu befreien. Wenn die Doppelschlange rote Perlen aus Rubin speit, muss der Rubin die Kralle des großen Vogels meiden. Erst wenn der Nachtgott den Vollmond auf die Reise durch die Dunkelheit zum Himmel schickt und der Mond den vierten Weg wählt, dann frisst der Jaguar den Mond. So findet der Königliche die Kraft, dich zu befreien. So, Moment, wir haben hier dieses Himmel. Wenn die Doppelschlange rote Perlen... Halt die Fresse. So. Die Doppelschlange, die ist hier oben, ne? Und die speit eine Kugel. Wir können hier so allerlei anklicken und hier muss sie am Ende rein. Hier kommt eine Kugel raus. So. Muss der Rubin die Kralle des großen Vogels meiden? Das könnte die hier sein, oder? Nee, die hier. Das ist die Kralle des großen Vogels. Die muss gemieden werden. Erst wenn der Nachtgott den Vollmond auf die Reise durch die Dunkelheit zum Himmel schickt und der Mond den vierten Weg wählt. Der Mond. Haben wir den Zeichen als Mond? Himmel? Dunkelheit. Das ist das mit dem C hier und der Regenbogen. C. Und dieser Regenbogen hier. So. Dann frisst der Jaguar den Mond. Keine Ahnung, ich probiere das jetzt mal. Lass uns doch mal versuchen, die rote Kugel auf die Reise zu schicken. Vielleicht nützt es ja was. Beinahe. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Na, hoffentlich. Okay. Bin schon fast verdurstet. Aber links ist richtig, oder rechts? Nee, links ist richtig. Oh. Links müssen die sich drehen. Nein. Das war wohl nichts. Aber zum Glück haben wir ja noch mehr Kugeln. Woher weiß denn der das jetzt schon wieder, der Professor da? Nein! Eins. Zwei. Eins. Nee. Aber okay, die dreht sich doppelt so schnell wie die große. Jetzt berühren sie sich. Jetzt rein wäre doof. Jetzt rein wäre cool. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der irrwitzigerweise der Mond raus. Zack. Zack. Ach so. Da muss... Können wir das auch noch einstellen? Das hier... So. Nochmal. Aber das ist von den Zeichen her, ne? Habt ihr verstanden? Das ist wichtig. Hier, Dunkelheit, Mond oder andersrum. So. Jetzt. Jetzt wäre doof. Jetzt wäre gut. So, zack, zack. Runter damit und hoch die Reise. Jetzt müsste es doch klappen.
Ja! Geschafft! Ne. Eine Rutsche als Fluchtweg. Guter Plan. Juhu! Ih, das ist ja schneller als die Rutsche im Schwimmbad. Ja! Hui! Oh nein, ich habe Angst. Und Karl ist schon ohnmächtig. Und der Indio ich hab sagt den Schlüssel nicht. Er muss bei dir sein. Such gefälligst. Nicht in diesem Turm. Ich arbeite schließlich seit Jahren für dich und du warst immer zufrieden. Aber jetzt bin ich gar nicht zufrieden. Ich will hier weg. Und zwar sofort. Tu was. Was hören wir denn da? Den Schlüssel könnt ihr lange suchen. So, Weihnachtsmann, jetzt kriegen wir dich dran. Wir kriegen noch das Fahrrad mit den Silberstreifen, nee, mit den gelben Streifen. Das wäre mir nämlich recht. Ich hab ihn nicht. Ich finde diesen verfluchten Schlüssel nicht. Such nochmal, du Trottel. Als Pilot musst du ihn haben. Meine Herren, entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber Sie sind verhaftet. Pablo, was bilden Sie sich ein? Vorsicht, Herr Thomsen. Ihr Pablo heißt in Wirklichkeit Juan Lopez und ist Leiter der Sonderkommission Kunstraub bei Interpol. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich bin der Direktor eines der führenden Museen in der Republik und werde hier von Ihnen an meiner Arbeit gehindert. Mein Kollege und ich befinden uns auf der Suche nach weiteren Maya-Kunstwerken. Herr Thomsen, wir beobachten Sie schon seit geraumer Zeit. Wir haben Ihre Beutekammer im Museum ausgehoben. Und wir haben die Zeugenaussagen von zwei in Ihrer Hauptkunden. Leugnen ist also zwecklos. Okay, okay. Dann bringen wir es hinter uns. Mist! Ich habe immer gesagt, nicht so viel, nicht so gierig. Aber du konntest den Hals ja nicht vollkriegen. Meine Herren, wir sollten die Diskussion hier beenden. Ich denke, Sie werden im Gefängnis genug Gelegenheit haben, all diese Fragen in Ruhe zu erörtern. Ja! Nach der großen Einweihung des neuen Völkerkundemuseums gehen unsere TKKG-Freunde noch auf ein Eis ins Venezia. Das war ja wirklich eine coole Veranstaltung. Ja, die Entscheidung, Svenja zur neuen Direktorin zu machen, war goldrichtig. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen fiesen Thomsen denke. Mein Vater ist voll auf den Rhein gefallen. Es ist ihm jetzt ziemlich peinlich. Er möchte nicht darüber sprechen. Ach, Klößchen, das ist doch noch ganz anderen passiert. Alle, vom Bürgermeister bis zu Dr. Ackerström, hielten ihn für einen Ehrenmann. Nur Ricci oder Igelfreund hatte den richtigen Riecher. Der ist jetzt doppelt froh über seine neue Chefin. Aber da kommt Giovanni. Ja, Giovanni hieß er. Hallo! Vier Maya-Spezialbecher für meine Detektive. Giovanni. Ciao, grazie. Köstlich. Vielen Dank. Schokolade, meine Lieblingssorte. Mille grazie. Maya-Klasse. Stärkung für den nächsten Fall. Ich muss dann immer wirklich selber lachen. Ich find's super, wie Giovanni auch einfach in jedem Teil eine andere. Hier ist ja nochmal Eckhard Dux und Monty Arnold, unsere Freunde. Wie Giovanni in jeder Folge eine andere Stimme hat, finde ich super. Aber immer das Gleiche sagt. Stärkung für den nächsten Fall. Und der nächste Fall ist das Rätsel der Villa Drachenkralle, was hier angezeigt wird. Ab Frühjahr 99 im Handel erhältlich. Also lang ist's nicht mehr, Freunde. Dann könnt ihr euch den endlich im Handel kaufen, den neuen Fall. Aber das war jetzt erstmal der dritte Fall. TKKG Nummer 3, der Schatz der Maya in unserem ersten Replay. Viel Spaß hat's gemacht. Ich habe das Spiel auf ganz neue Seiten, auf ganz neue Wege kennengelernt. Ich habe das noch nie so ausführlich gespielt wie jetzt. Aber fand ich gut. Fand ich sehr, sehr gut. Manche Sachen waren mir vollkommen neu, obwohl ich mir ich eigentlich, was das angeht, ein sehr, sehr gutes Gedächtnis habe. Aber manche Sachen habe ich wirklich noch nie gesehen, wie diesen Zeitungsartikel da bei Herr Peper.
Ich hab's teilweise tatsächlich früher oder bis jetzt immer so durchgespielt, dieses Spiel, schnell ans Ende kommen. So, wisst ihr, war das auch in dem ersten Let's Play gewesen. Das war ziemlich kurz, dieses Let's Play. Jetzt sind wir, keine Ahnung, in der wievielten Folge wir sind. Aber das hat viel, viel Spaß gemacht, das alles nochmal neu zu entdecken. Das war auf jeden Fall richtig klasse. Das hat viel Spaß gemacht und wirklich überhaupt nicht störend irgendwie, dass wir das nochmal neu gespielt haben. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle, wo wir die Werbung angezeigt bekommen für den nächsten Teil. Ein Fall für TKKG 4, das Rätsel der Villa Drachenkralle. In der alten Villa gehen höchst merkwürdige Dinge vor sich. Gemeinsam mit TKKG entdeckst du, welch ungeheures Geheimnis sich um das alte Haus rankt. Ja, das Rätsel der Villa Drachenkralle haben wir ja nur auch schon gespielt. Und das ist so ein Spiel, wo ich wirklich überhaupt nicht mehr weiß, worum es da ging, was da der Fall war, was wir da zu tun hatten. Und deshalb schreit das Ganze doch nach einem Replay. Aber jetzt kommt der Punkt, ich hatte es, glaube ich, schon mal so kurz am Anfang dieses Let's Plays angekündigt. Kann sein, dass jetzt erstmal wieder eine Pause ist und das wird auf jeden Fall so sein. Gibt es erstmal für einige Zeit kein TKKG mehr hier und auch kein anderes großartiges Projekt auf diesem Kanal. Hat damit zu tun, dass jetzt dass mein Semester wieder anfängt, dass ich wieder an der Uni jetzt bin und auch eben weg von diesem Computer, wo ich gerade aufnehme, dass der einzige ist, wo TKKG läuft. Das ist nämlich bei mir daheim, also so wirklich daheim, wo ich in den Semesterferien immer bin und mit meiner eigenen Bude in meiner Studentenstadt. Da da kann ich das nicht machen und habe ich sowieso auch nicht so großartig die Zeit dafür. Das heißt, dass jetzt einige Wochen kein TKKG kommen wird, aber es wird auf jeden Fall damit weitergehen. Grobe Schätzung, etwa im Juni. Da kann es sein, dass da dann wieder ein Fall kommt. Vielleicht dann auch wieder, das fände ich eigentlich so ganz cool, wenn das dann so ein bisschen staffelweise kommen würde. Also so nach dem Motto, im Sommer dann wieder, keine Ahnung, eine Staffel TKKG, wo vielleicht wieder zwei oder sogar drei neue Fälle oder Let's Plays es gibt. Dass dann wieder richtig TKKG Hardcore angesagt ist hier auf dem Kanal. Mal schauen. Aber ich denke, dass ihr dann spätestens so im Juni mit das Rätsel der wieder Drachenkralle rechnen könnt. Das wird der Fall sein. Und wenn es schon da ist und ihr euch dieses Video erst anguckt, also wenn schon die anderen Videos da sind, ist das sowieso für euch nicht relevant. Das braucht ihr euch hier nicht angucken. Aber das ist jetzt erstmal eben relevant an dem Tag, wo ich es jetzt hochlade. Also, an dieser Stelle sage ich dann deshalb nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch so gefreut habt und so fleißig dabei wart beim Daumen geben und Kommentieren unter den letzten drei Let's Plays, die hier in den letzten Wochen auf dem Kanal hochgeladen wurden. Es war mir wirklich ein Fest, es hat wirklich großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ich dann bald wieder TKKG spielen darf, wenn wir unsere Replay-Reihe fortsetzen. Darauf freue ich mich und sag nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid wirklich einsame, mega spitze und es macht wirklich großen, großen Spaß und ich werde es ein bisschen vermissen, aber bald geht es auf jeden Fall weiter. Jetzt sage ich abschließend nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Flo, macht es gut. Tschüss!